Schlechter Spruch. Wo ist sie denn? Machst du dich schon mal bequem? Also ich habe Sabrina hier auf meiner Seite schon mal und moin, wie ist dein Name? Malte. Hi Malte, schönen guten Tag, komm rein. Hi, genau. Du bist sie? Avina. Avina, okay. Avina. Avila. Avina. Na, schön, dass du da bist, hallo. Okay, setz dich einfach da einmal hin. Achso, ihr könnt euch auf die andere Seite setzen. Ich kenne mich nicht so aus. Ja. So. Haben wir eigentlich auch Bier hier? Hab ich. Ich glaube nicht. So, ihr beiden, eure Bombermänner. Erzähl mal ein bisschen. Wie oft hast du schon Bomberman gespielt? Jahre? Monate? Wochen eher. Wochen eher. Gut, die sollen wir euch alleine lassen. Ja, na gut. Wollen wir spielen? Wie oft hast du Bomberman? Habt ihr Ahnung von dem Spiel? Ich bin ein Multitalent. Du bist Multitalent, alles klar. Avila ist Multitalent. Ich bin immer dabei, das tut ich gut. Okay, und du? Vernünftig gespielt. Ja, alles klar. Dann? Bei dir auch einigermaßen Bomberman-Erfahrung dabei? Nee. So Wochen. Okay, sollen wir loslegen? Ja, würde ich sagen. Oder ihr seid bereit? So, schauen wir mal. Und der Gregor stellt das alles noch ein. Ich setze mich mal hier runter, dass ihr noch was sehen. So, auf meiner Seite haben wir Malte und Sabrina. Und Pascal und Davida. Ein kleiner Applaus für die vier, die spielen jetzt ganz gemütlich ein bisschen Bomberman. So. Best of Three wird gespielt und wir schauen mal. Ich glaube, Malte ist links oben der weiße kleine Bomberman. Pascal, welcher bist du? Links oben. Okay, dann ist Avila rechts unten, ne? Und Sabrina ist der schwarze Bomberman rechts oben. Oh. Bisher ein ganz solides Spiel eigentlich. Wer ist da schon weg? Ich bin noch nicht so lange dabei, ne? Also Avila, so Multitalent sieht anders aus, ne? Okay, alles klar. So, jetzt wird's knapp. Zeit. Kleiner Tipp, haltet euch auf den Außenbahnen auf. Sabrina ist ebenfalls weg, also das Spiel jetzt zwischen den beiden Männern. Malte sieht Pascal! Pascal gewinnt den ersten Punkt. Pascal hat schon den ersten Punkt gewonnen. Best of three, also noch ein Sieg noch an, oder was? Ja, so schnell. Dann können wir gleich noch eine Runde spielen, oder? Okay, nächste Runde. War knapp, aber war gut, oder? Ja. Okay. So, das fängt alles ganz solide an. Schauen wir mal, was passiert und was für Items aufgesammelt werden können. Oh, Malte, bleibt da hängen. Jetzt hat er zwei Bomben und mal ein bisschen Flammenpower. Ah, wieder! Mensch, das ist nur Schadenfreude. Ja, der Pascal, der alte Kugel. Sehr gut ausgearbeitet. Sabrina jetzt mit der Powerbomb da oben. So, 1:1 zu 0:0. So sagt man das. Dann mal schauen. Avila, jetzt wollen wir was sehen. Sabrina, du auch. Voll spannend. Konzentrier dich. Hör mir nicht zu. Bist du tot? Das tut mir leid. So. Alles klar. Malte hat jetzt den Kicker aufgesammelt. Den haben wir noch gar nicht dazu gesehen. Avila ist noch mit drin. Und wenn sie das Spiel noch spannend machen möchte, dann muss sie Pascal und Malte jetzt weghauen. Oh, Pascal! Nicht gut. Wir haben einen Winner! So schnell! Wir haben einen Winner! Ja, Malte hat gewonnen, oder was? Du kannst auch nicht glauben, ne? Viel zu einfach ist. Ja. Ja, sagst du. Ja. Ja, das ging aber echt fix, ey. Das ging fix. Ja, einen kleinen Applaus für alle vier Mitspieler. Bitte. Wir machen das ganz gemütlich mit euch. Sabrina, gutes Spiel. Gutes Spiel. Ganz gemütlich. So schnell geht's. Ich bin gefasst. Also wieder gut gemacht. Das ist nett. So. Dankeschön. Ja, dann kommt mal nach vorne. Ihr kriegt natürlich auch Großpreise. Genau, das war's schon. So schnell. Aber dann können wir doch gleich noch was spielen, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, Street Fighter! Okay, T-Shirt-Größe. Das ist Street Fighter Kind. S. Das letzte. Ich werfe einfach auch nochmal eins raus, liebe Leute. Ich habe das bei den anderen Ständen gesehen. Die machen immer so Bum-Bum-Musik und das hat so Frauen und sowas. Ich werfe einfach parallel eins raus. Wer möchte noch so ein T-Shirt haben? Okay, werf es mal da hinten. Ja, ich hab nur noch M. Maga! So. Ihr kriegt auch bald. Und du bekommst natürlich den Pokal. Willst du die. Ja, danke schön. Den hat der Zombie mitgenommen. Hat der echt?
Ah, da ist er wieder. So schnell? Guck mal, da haben wir jetzt einen Pokal, oder was? Ja, komm in die Mitte. Komm in die Mitte. So schnell, ich möchte auch mal Pokal gewinnen. Welche T-Shirt-Größe willst du? Und ein ich glaube, so leicht und so easy hat man so einen tollen Pokal. Ja, Applaus für euch! Dankeschön! Schönen Tag auf der Gamescom euch hier! Ja, Eddie, ne? Ja. Also, aber jetzt mal unter uns, die waren ganz schön schlecht, oder? Ja, ein sehr großes Adam. Es ist sowieso ein sehr komisches Spiel. So, also Schere, Stein, Papier, alle die Faust in die Luft und jeder achtet auch darauf, dass sein Nachbar nicht bescheißt. Wir machen das hier richtig, richtig gemein, richtig wie in der Diktatur. Wenn einer bescheißt, zeigen alle auf ihn. So wie es in der Schule aufmacht, wenn ihr die einzigen Warte gelernt habt. Das ist super, das gefällt mir richtig gut. Da sind wir nicht drauf gekommen, die Leute sich einfach gegenseitig verraten. Das ist der Trick. So, und dann, alle machen mit, ich zeige vor und jeder, den ich schlage mit meiner Hand, also nimmt die so Hand runter. Nimmt die Hand runter, die anderen lassen die Hand oben. Alles klar? Wir versuchen es mal. Stick, stark, stuck! Okay, Papiere will ich sehen. Bei Gleichstand bleibt ihr, okay? Alle Scheren runter. Da sehe ich noch ein Peace-Zeichen. Wenigstens okay, Stück, Stück, Stück! Ah, da habe ich euch, ja? Da habe ich Und achtet drauf, und nicht hier sowas machen. Machen die, aber der geht dann so gut oder kommt der Richtige hoch? Genau. Geht ganz schnell. Okay. Stück, Stück! Sehr gut, jetzt ein bisschen steiler weg. Kannst du die Hand ein bisschen nach oben, das ist ehrlich unangenehm. Ja, es sieht von hier sehr unangenehm aus. Okay. Stück, Stück, Stück! Da hinten ist Stein, sehe ich da hinten? Nein, Stein, Stück, Schere. Okay, da sind auch noch welche. Stück, Stück, Stück! Ja, du hattest eben noch Papier bei der Schere. Ich doch gesehen. Ich bin scheiße. Okay. Steck, stark, stock. Jetzt hast du aber Papier. Stock, stock, stock. Schere. Schere kickt sie alle. Ganz hinten ist noch eine Schere. Hier. Steck, stark, stock. Ja, es war wirklich besser. Okay, da ist noch drei Leute, sehe ich das nicht? Ja. Okay, Stück, Stück, Stück! Jetzt kommt wieder fünf dazu. Jetzt kommen wir wieder durch. Stück, Stück, Stück! Stein, vier da hinten. Okay, du bist der Letzte. Okay, ja. Hast du gewonnen? Hast du L oder F oder S? Ja, dann kommt es. Ja, nein, komm, bleib, wir werfen es hier rüber. Wir sind super stark. Welche Größe willst du? Schnittstein zu patentieren lassen. Klingt nach Apple, oder? Die würden das auch, die würden sowas durchziehen. Gut, das wäre, wenn du Multimilliardär bist, mit so einer bescheuerten Idee. Mit einem patentierten Schnitt. Das sagt sich der Typ, der die Butter gemacht hat, auch. Der Apple. Ich habe die Butter erfunden. Ja, achso, ich wollte schon heimgehen. Wir müssen ja noch was machen. Es gibt jetzt gleich noch ein Beef. Wie gesagt, Bomberman, vier Leute. Und wir suchen die jetzt gleich aus. Ja? Leute, ist denn technisch alles bereit für dieses einmalige Experiment? Okay. Die spielen wieder alle Schlickstangen. Wie machen wir das? Wollen wir denn werfen? Schlickstangen-Schluck, Leute. Ich finde es immer unfair, wenn man Leute wirklich auswählt. Ich werfe eigentlich immer was rein und die kriegen es dann. Was meinst du? Ja, okay. Aber wir haben halt nichts mehr zu werfen. Ja, aber wir werfen sonst am Ende immer raus. Okay, Leute, jetzt kommt L und X-L. Wir nehmen mal zwei. Hier ist L. Bitte nur die Leute, die wirklich auch was tragen können, weil sonst landet es irgendwo. Okay, welche? Und ja, genau. XL. Aber es ist XL. XL. Da passt du dreimal rein, mein Freund. Okay. Bitte nicht mit dem Moderator sprechen. Wer will S? Okay. Ja, Julian, ich dachte vielleicht gewinnt, aber wie gesagt, es passt euch beide nicht. Sehe ich irgendwo ein S? Oh, ja. Ja, aber passt auch, ne? Da kommt auf die Bühne. Ja,
Wir haben jetzt Leuten T-Shirts zugeworfen und die müssen jetzt hochkommen. Ja. Ich glaube, ich habe eins zu viel geworfen, also du musst jetzt da sein. Ja, setz dich Platz. Nein. Ja, ich glaube, von hier siehst du besser. Du kannst noch hinter die Bar. Ich habe hier jetzt ein Tisch hinter die Bar. Mach es so. Auch noch da, Entschuldigung. Pascal und du bist Vasili. Entschuldigung? Vasili. Vasili, Wasabi, auch hörst du sowas. Kommt aber mit dem ältesten, schlechtesten Namensgag. Vasili und Pascal war das, ja? Wunderbar. Ich bin auf jeden Fall auf eurer Seite, ihr müsst aber auch gegen die. So, du bist blau, wer will die Farbe zu? Wer eins hoch? Vasili ist weiß und hat sich gerade in die Luft gesteckt. Also Pascal noch ins Ohr. Und die rechts haben sie zu. Blau. Augen, das Zeitlimit. Das ist ja fies. Was hast du denn für ein gemeines Zeitlimit eingestellt? Du willst es kurz machen, gell, Gregor? Du willst den Sack zumachen. Oh, wer ist denn da explodiert? Das machst du, oder? Ja, Pascal, tut mir leid. Das sind meine Jungs hier auf der Seite. Okay, wir haben einen Gewinner. Dann drüben. Glück, da ist doch. Noch nie gespielt, gleich gewonnen. Ja. Best of three, also noch zwei Siege braucht. Ja, ihr könnt alles noch aufnehmen. Bis dahin werde ich mir erstmal ein bisschen meditieren und ein bisschen sagen, dass ich das Ganze nicht von abgegeben werde. Hier haben wir Xbox One, wurde da, wurde da. Was ist das? Da haben wir jetzt das Bild.